Kann sein, dass ich ein bisschen verwirrt gleich bin, aber wir kriegen das hin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Kinderspielvorstellung Monsterhunger für 1 bis 4 Kinder ab 7 Jahren. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann es auch alleine spielen. Mhm. Wir spielen nämlich ein kooperatives Spiel heute mit euch. Ich finde das sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen komplizierter, also eher für spieleaffine Kinder geeignet. Ja, also es sollte nicht euer Einsteigerspiel sein, weil es erinnert schon so ein bisschen an die Erwachsenenspiele, die wir hier auch im Regal haben. Ich finde es total toll. Also mir als Erwachsene macht das auch schon total Spaß. Ähnlich wie das My Little Everdell, was wir mal vorgestellt haben. Mhm. Genau, nur dass wir hier halt kooperativ spielen. So, ich muss mal ein bisschen mein Spickzettel benutzen. Da steht nämlich die Rundenübersicht drin. Genau, finde ich auch mega praktisch in der Schachtel. Und als erstes kommen nämlich Monster. Wir sind nämlich überlebende Kinder oder Personen in einem Garten. Und wir haben Monster, die uns quasi belästigen, die wir füttern müssen, damit die nicht zu uns reinkommen und uns gegebenenfalls sogar fressen. Ja, mhm. So. Dann gibt es dann hier so drollige Monster wie dieses hier. Das darf auf dem Startfeld 4 stehen oder liegen. Ja. Genau. Und das ist auch noch ein Monster, das kommt auch auf die 4. Aber dann auf die andere Seite. So, genau. Da müsste man dann gucken, wie man es hinlegt. Am besten so, dass alle das gut sehen können. Vielleicht auch so rum. So, genau. Und auf den Monstern seht ihr, die haben hier so Bedingungen, was die gerne fressen. Ja? Und jede Runde kommen die einen Schritt näher vorwärts. Ja? Und wenn die nämlich hier sind, ist ganz blöd, weil dann klopfen die nämlich an den Pfosten und dann kommt hier nämlich ein Pfosten weg. Von uns, ja, das wollen wir natürlich nicht. Also wollen wir, bevor die Monster zu uns kommen, wollen wir die füttern und besänftigen, damit die wieder gehen. Mhm. Ja, so. Wir brauchen jetzt also für dieses Monster hier einen Salat und eine Milch. Und für das brauchen wir einen Käse oder 2 Salate. So. Jetzt haben wir jeweils einen Püppi und dürfen so meiner Meinung nach eine Aktion machen. Also jeder darf eine Sache machen. Und jetzt können wir uns entscheiden. Entweder wir holen uns Milch. Mhm. Dafür müssten wir dann würfeln gleich, ob wir denn auch Milch überhaupt bekommen. Dann könnten wir entscheiden, wollen wir Eier? Brauchen wir Eier? Aktuell nicht. Also gerade nicht so spannend für uns. Dann könnten wir uns entscheiden, wollen wir Salatpflanzen oder Erdbeeren oder Pilze. In dem Fall brauchen wir ja hier Salat, ne? Ja, für beide. Im schlimmsten Fall 3 Stück. Mhm, genau, also macht schon mal Sinn, die Aktion auf jeden Fall zu machen. Ne? Das heißt, ich bin jetzt einfach mal so frei und setze mich schon mal hier auf so ein Salatfeld. Hier könnten wir aus Milch Käse machen, da wir noch keine Milch haben. Hm? Ne? Passiert jetzt noch nichts. Da könnten wir vielleicht überlegen, ob wir dann nicht schon mal mit der Milch starten, weil wir bräuchten ja eventuell auch Käse. Ja, die Frage ist ja, was ist denn mit unseren schönen Marktkarten? Ja, genau. Also wir haben beide zuvor eine Marktkarte gezogen. Ich habe schon Milch. Das heißt, einen könnten wir schon bedienen. Und du hast schon Eier oder faule Eier, mhm, sind das in dem Fall. Ja, ich habe hier auch saure Milch. Und die brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Also die dürfen wir jederzeit einmal einsetzen, aber dann sind sie auch weg. Ja, das sind quasi so ein bisschen unsere Bonuskarten. Mhm. Wir könnten auch sagen, wir lassen das hier so ein bisschen links liegen und stellen uns hier hin und gucken mal, was die Marktkarten uns so bringen. Meistens sind die Sachen gut, manchmal aber auch nicht. Manchmal kommt eine Ratte und frisst uns Käse weg. Oder jemand stiehlt uns irgendwie einen Salat oder eine Erdbeere oder sowas. Das kann halt auch passieren. Ja, ja, bei einer Ente passiert übrigens nichts. Ja, ne? Bei den aktuell ausliegenden Monstern, mhm, würde ich sagen, ich würde ja auch dann erstmal mit anpflanzen. Okay, genau, weil wir haben ja auch eine Milch. Ne? Das heißt, wir pflanzen an und dürfen uns hier 2 Salatplättchen nehmen. Einfach so 2 oder müssen wir da würfeln? Nein, dafür müssen wir nicht würfeln. Wir müssen, mhm, erst würfeln, wenn wir ernten wollen. Okay. Ja, also pflanzen geht so. Jeder pflanzt was an. Ich muss jetzt einmal noch mal schauen, ob es immer nur eine Sache ist, die man anpflanzt. Oder ob es unterschiedliche Sachen sein müssen.
Nee, nicht müssen oder ob sogar immer zwei sind. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, zwei gleiche Ressourcen aus den möglichen. Genau, richtig. Und da wir das beide machen, ja, da machen wir jede Menge Salat, ne? Ja, oder soll man dann, ne, weil wir ja nur drei brauchen, schon was anderes noch mit anpflanzen? Nee, also es geht ja immer nur zwei gleiche. Ach, immer nur zwei gleiche. Mhm, genau. Ja. Also ich würde sagen, das sieht schon mal gut aus. Das machen wir so. Mhm. Damit sind unsere Aktionen fertig. Ich spick jetzt noch mal hier. Monster füttern können wir jetzt noch nicht. Können wir noch nicht, genau. Und jetzt schieben wir die alle einen Schritt erstmal weiter. So, das war quasi die letzte Aktion. Runde 1, ne? Genau. Unsere Püppis kommen wieder zurück. Und wir ziehen zwei neue, genau. Und gucken. Zwei oder eine? Zwei. Pro Spieler. Pro Spieler eine. Okay, dann haben wir noch einen für die vier. Der möchte jede Menge Eier haben. Genau, der Vogel frisst gerne stinkende, faule Eier. Auch schon wieder eine vier. Ja, für jede Menge Salate. Okay, also war gar nicht so doof, dass wir jetzt schon so viel Salat angepflanzt haben, ne? Genau. So, jetzt brauchen wir ja den Salat, haben wir ja gerade schon festgestellt, ne? Das heißt, ich würde mich hier auf jeden Fall wieder hier hinsetzen. Und was möchtest du machen? Da wir ja jede Menge Eier brauchen, würde ich mich hier um Eier kümmern wollen. Alles klar. Gut. So, dann ist egal, wie wir weitermachen. Ne? Also ich kann sagen, okay, ich fange jetzt an. So, und fürs Ernten muss ich jetzt würfeln. Aber vorher, wenn ich hier auch einmal reinspicke, ja, dreht Ressourcenmarker im Gemüsegarten. Oh ja, du hast recht, weil der Salat. Letzte Runde gepflanzt. Genau, jetzt ist er nämlich jetzt reif und kann geerntet werden. Sehr gut gemacht, sehr gut aufgepasst, diese Wandtest. So, und dann dürfte ich jetzt auch würfeln. Und ich darf sogar zwei Salate ernten. Ja, es ist, der Würfel geht von 0 bis 2, also mehr als 2 wäre auch gar nicht möglich. Aber ich darf zwei ernten, die kommen dann hier in unsere Scheune, in unseren Vorrat. Die dürfen wir dann auch gleich benutzen, wenn wir wollen. Und genauso funktioniert das dann mit den Eiern, nehme ich an. Genau, richtig. Heißt, ich würfel einmal für die Eier. Und du bekommst zwei faule Eier. Das ist ja toll. Ja. So, und jetzt können wir nämlich gucken. Jetzt haben wir ich reiß den Zaun schon ein. Oh nein. Also, das ist, also es ist wunderschön, dieses Spiel, aber der Zaun. Der Zaun. Also, der lässt einen wirklich verzweifeln. Ja. Und ich habe jetzt auch gerade keine bessere Idee, aber Pappe ist da irgendwie nicht so dolle gewählt irgendwie. Auch wenn es hübsch aussieht, so, aber vielleicht kann man für die nächste Auflage was anderes wählen. Ja? Ansonsten super mega cooles Spiel. Ja, also, wir haben jetzt, wie gesagt, geerntet. Wir haben jetzt ganz viele Sachen. Und jetzt könnten wir endlich unsere Monster füttern. Ja? Genau. Und zwar gucken wir jetzt, was wir brauchen. Hier, der hier möchte Salat und Milch. Mhm. Wollen wir den vielleicht schon mal eliminieren? Nee, dann ist der weg. Könnten wir machen. Ja? Oder wollen wir noch warten? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber... Aber es wird hier nicht weniger mit den Monstern. Nee, ne? Was wir weg haben, haben wir weg. Haben wir weg. Okay, ja, wir könnten auch sagen, wir packen den weg. Aber vielleicht kriegen wir ja gleich auch noch irgendwo Käse. Aber wer weiß das schon. Egal, wir machen jetzt erstmal das Monster weg. Mhm. Also, ne, ihr seht, ist ganz schön diskussionsfreundlich, das Spiel. Ich gebe eine Milch ab und einen Salat. So, der kommt dann tatsächlich auf den Ablagestapel hier. Und das Monster, ist satt, kommt auch weg. Ist satt und kommt auch weg. So, genau. Theoretisch könnten wir den jetzt auch schon satt kriegen, ne? Weil wir hätten jetzt ja mit meiner Karte dann auch schon drei Eier. Können wir machen. Genau. Dann machen wir das dann doch. Dann machen wir das doch. So, drei Eier geben wir ab. Zack. Und dann ist der Vogel auch weg. So, jetzt müssen wir nur hier aufpassen, dass die uns nicht zu nahe kommen. So, was gibt es jetzt, wie gesagt, noch für Aktionen? Die zeigen wir euch vielleicht jetzt einmal ganz kurz. Ne? Also, wie gesagt, wir würden jetzt wieder hier, die Monster würden weiterlaufen. Wir würden zwei neue bekommen. Der ist sogar schon auf der 3. Ja, genau. So. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt mal Milch machen. Ne? Da muss man ja auch würfeln und du würdest dir mal hier so eine Karte gönnen. Genau. Übrigens haben wir jeder noch mal eine Fähigkeit, die wir einsetzen dürfen. Ich dürfte hier einmal erneut würfeln und dann das Ergebnis, Moment, genau, statt dem alten dann nutzen. Ja? Also einmal nochmal neu würfeln. Genau, und ich habe hier Küsschen liegen. Ne? Jetzt hier, das Monster liegt schon auf der 3. Und dann, könnte ich sagen, das wird aber ein bisschen gefährlich. Könnte ich sagen, das möchte ich ablegen und dafür lieber eins, was eigentlich nicht im Spiel ist, dagegen tauschen.
Okay. Ne, deckt man das oberste dann auf von dem, ja, die da draus sind. Das und auch, das ich habe es schlimmer gemacht, das liegt jetzt schon auf der 1. Genau, also einmal pro Zug darf man das, glaube ich, machen. Schaut nochmal genau nach für euch, ich will da jetzt nicht nochmal nachschauen. Ich meine, die sind, beliebig oft benutzbar. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, müsste man dann nochmal genau nachgucken. Also, gehen wir mal davon aus, wir haben das jetzt gemacht. Dann würde ich jetzt für die Milch einmal würfeln. Würde ich eine Milch bekommen. Oder vielleicht deine Zauberwürfel nutzen, um mehr Milch zu kriegen. Könnte ich machen, genau. Im schlimmsten Fall gar keine. Nee, so, sind zwei würde ich Milch. Dann sogar zwei Milch bekommen. So, das ist doch schon mal schön. Das finde ich gut und wichtig, aus Gründen. Ja, du hast recht. Achso, ich würfel gar nicht, ich ziehe einfach die erste Marktkarte. Zwei bekommst du sogar und darfst die vor dich ablegen. So, jetzt hier. Dann haben wir schon eine Ratte dabei. Wenn wir jetzt in der Scheune einen Käse hätten, müssten wir den ablegen, weil die Ratte dann wegfrisst. Passiert nichts. Aber so habe ich einfach eine Erdbeere. Genau, so, der kann dann auch abgelegt werden. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen. Also Käse kann man einfach, wenn man sich hier hinstellt, dann einfach machen aus Milch. Man muss natürlich Milch haben dafür. Könnte ich mir dann hier einfach einen Käse nehmen. Genau, den Zaun kann man auch wieder reparieren. Also wenn hier wirklich schon ein paar Monster an unsere Tür geklopft haben, ja, weil wir die einfach nicht weglocken konnten, dann kann es halt sein, dass wir hier entweder ein oder zwei Türpfosten, dass die entfernt werden. Ich glaube, das steht aber auch dann drauf, wie viele entfernt werden. Das, genau. Das würde dann auf den Karten stehen. Ich gucke mal einmal ganz kurz, ob wir hier ein Monster haben. Ja, ob ein oder zwei entfernt werden. Ich glaube. Aber wo soll das denn stehen? Ach, ich weiß nicht mehr genau, wo es stand. Naja, gut, auf jeden Fall steht es in der Regel. Es kann auch sein, dass mal zwei entfernt werden. Je nachdem, ach so, klar, wenn zwei Monster an die Tür klopfen. Guten Morgen. Ja, genau, dann kann das auch passieren. Also seht zu, dass ihr die Monsterchen füttert. Und wenn nicht, dann könnte man immer noch dann da hingehen, um dann zumindest einen Pfosten wieder reinzudenken. Genau, ich finde auch, also sehr schönes, durchdachtes Spiel. Ich will jetzt nicht sagen realitätsnah, weil ich hoffe nicht, dass wir hier mal von Monstern irgendwie und nur noch überfallen Kinder übrig werden. Sind. Aber ich finde, es ist gut durchdacht. Also wenn es sowas gäbe, dann hat man sich viele Gedanken gemacht, wie es laufen kann und dass dann halt auch Monster faule Sachen gerne fressen und so. Finde ich irgendwie eine süße Idee. Wie gesagt, ich denke, ihr habt es schon gemerkt, jetzt bei der Vorstellung, man muss viele Sachen beachten. Also auch die Eltern sollten so ein bisschen spieleaffin sein, schon ein paar Spiele gespielt haben. Ja, eher was für große Kinder als für kleine Kinder. Genau, richtig. Also ab 7 kann durchaus stimmen, wenn die Kids schon gut pfiffig sind und lange dabei sind beim Spielen. Ja, das war Monsterhunger. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Leitet es euch aus und mit den Pfosten, da kann man sich sicherlich das eine oder andere dann noch irgendwie überlegen, ob man dann vielleicht mal so temporär dann irgendwie ein bisschen Kleber dran macht, also so Tesafilm oder sowas für zu Hause dann. Ne? Also Spielio-Sachen bitte nicht ankleben. Ja, ich hätte das wahrscheinlich eher so gelöst. Es gibt auch ganz viele Spiele, die haben so einen Plastikfuß. Und dann einfach dann die Pfosten im Plastikfuß rein, dann kann man die viel besser hinstellen und wieder wegnehmen. Genau, also vielleicht Plastikfüße oder sowas, das wäre vielleicht auch für uns nochmal eine Idee. Vielleicht haben wir auch noch welche hier, dann könnte man das noch mit einbauen in das Spiel. Ja, kommt vorbei. So, herzlich willkommen zu einer neuen Familienspielvorstellung. Wir haben euch Drachenhüter mitgebracht. Für 2 bis 4 Drachenhüter ab 8 Jahren. Relativ zügiges Kartenspiel, finde ich. Ja. Und hat es ganz schön in sich. Mach am Anfang erstmal so einen kleinen Knoten im Kopf, weil man das Spielprinzip noch nicht so kennt. Also es ist wirklich ein schönes anderes Kartenspiel. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar möchten wir auch hier die meisten Siegpunkte bekommen. Wie machen wir das? Indem wir Drachen aufnehmen zu uns in die, weiß ich, Drachenschule oder so. Und diese dann ablegen in unserer Auslage. Und welche Anforderungen da sind, steht immer in unserem tollen Zauberbuch. Ja, also hier zum Beispiel bräuchte ich einen roten Drachen, um was abzulegen. So, wie
bekomme ich die Karten. Ich darf bis zu 3 Karten ziehen, immer offen. Ja? Und ich nehme jetzt diese rote Karte, weil im Moment denke ich auch, ja, man braucht ja rot. Ne? Ja, und dann kommt das Fiese. Und dann kommt das Fiese. Jetzt brauchen wir aber mal 4 rote Karten, ja, oder 4 rote Drachen. Jetzt nehme ich mir aber noch mal einen roten. Und weil es so schön war, nehme ich einfach noch mal einen roten. Ja? In Hoffnung, dass jetzt eine kleinere Zahl auftaucht. Richtig, als eine 4. Genau. Ja, so. Guck mal. Jetzt dürfte ich, wenn ich wollte, das Zauberbuch noch verändern. Und zwar seht ihr immer auf euren Karten, was auf der Rückseite auch drauf ist. Ja, also hier, ne? 4 und dann die Belohnung. Seht ihr? Ne? Und könntet ihr jetzt überlegen, hier in euren Karten, ich kann euch das hier nochmal zeigen. Kann ich das jetzt irgendwie noch verändern? Habe ich vielleicht noch eine 3? Aber nee, weil wenn ich die ja ablege, dann habe ich ja nur noch 2. Also 2 rote passt mir eigentlich ganz gut. Ich habe ja 2 rote. Das heißt, ich möchte jetzt das Zauberbuch nicht verändern. Ich könnte das jetzt auf dieser Seite und auf dieser Seite verändern. Also einmal mit Farbe und einmal mit Zahl. Mhm. Mache ich jetzt nicht. Ich lege 2 rote ab und bekomme die Belohnung, die hier in dem Zauberbuch steht. Und zwar das niedrigste Amulettstück. Ja, das darf ich auch umdrehen. Es gibt im Moment noch einen Siegpunkt. Und einen Joker-Drachen, den ich gleich im Verlaufe des Spiels nutzen darf. Auf der anderen Seite ist übrigens eine 6. Also wenn ich viele Farbkarten gesammelt habe oder farbige Drachen gesammelt habe, dann kann ich die auch nutzen, um mein Zauberbuch zu verändern. Genau, ne, falls sich hier einer über die Amulettauslage wundert, ne, es gibt halt jede Menge Amulettstücke und je nach Spieleranzahl wird halt eine bestimmte Anzahl immer zufällig einfach bereitgelegt. Deswegen ist es bei uns jetzt passiert, dass wir hier nur so von den 6er, 12er und 16er nur ein Stück haben, aber dafür jede Menge 10er. Das ist halt einfach Zufall. Genau. Bringt noch mal ein bisschen Spielvarianz mit rein. Richtig. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man als Belohnung einen Kristall bekommt. Der hat im Basisspiel erstmal nur die Funktion, dass man einen Kristall abgeben kann, sofern man den hat. Und dürfte dann nochmal eine 4. Karte ziehen. Ja? Darf aber jetzt nicht 3 abgeben, um dann irgendwie 6 Karten zu ziehen. Das geht nicht. Man darf nur einen Kristall pro Runde dann abgeben. Genau, um dann halt nochmal ein paar mehr Karten zu haben. Ja, also man hat bis zu 4 Farben, die man hier vor sich auslegen kann. Und wer als erstes alle 4 Farben hat, bekommt hier das oberste Schild. Im Zwei-Personen-Spiel wird eigentlich die 16 rausgenommen. Ich habe die jetzt einfach mal drin gelassen, um euch zu zeigen, was sie ist. Also in dem Fall würde ich dann die 10 bekommen, sofern ich denn jetzt hier noch grün, weiß und blau habe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum mache ich das nicht sofort? Ja, dann habe ich das sofort. Nee, das ist ein bisschen gemein bei dem Spiel. Ich zeige euch das einmal. Und zwar, wenn ich jetzt hier schon andere liegen hätte, dann dürfte ich, und ich habe hier einen eingekreist sozusagen, dann darf ich immer nur die beiden äußeren bedienen und den roten quasi im ganzen Spiel nicht mehr. Das heißt, ich darf keine roten Karten mehr ablegen. Also wenn mein Zauberbuch quasi so aussehen würde, das ist ja schade, dann muss ich das irgendwie verändern, damit ich jetzt noch grüne oder auch weiße ablegen darf. Ja, möchtest du noch mal einen Zug machen, einen Beispielzug? Ich mache einfach noch mal einen Beispielzug, in der Hoffnung, dass was Schönes passiert. So, weil ich keinen roten Drachen auf der Hand habe, möchte ich mir auf jeden Fall den nehmen, damit sich diese Zauberbuchseite ändert. Ist immer noch doof. Zug Nummer 2. So, das sieht schon schöner aus, allerdings habe ich zu wenig weiße Drachen. Ich nehme trotzdem mal einen. Mhm. Zug Nummer 3, vielleicht taucht eine 1 auf. Guck mal, passt ja perfekt. Darf ich meinen einen weißen Drachen ablegen und bekomme dafür wieder das niedrigste Amulettstück und ein Kristall. Genau, was ich gerade nicht gesagt habe, böse, böse, weil in der ersten Runde passiert das ja selten. Jeder, der das jetzt hier noch erfüllen kann, von den Mitspielern, darf das im Uhrzeigersinn auch noch machen und auch die Belohnung bekommen. Jetzt habe ich leider keinen weißen. Jetzt könnte man sagen, ach, nimm doch einfach den Joker. Ja, aber da muss mindestens einer von der Farbe dann auch mit dabei sein. Also, den kann man nicht solitär spielen. Genau, das geht nicht. Ja, also rein theoretisch hätte ich jetzt noch einen weißen gehabt, hätte ich mir die Belohnung auch holen können. Genau. Übrigens, die Frage kam mal auf, als ich mit anderen gespielt habe, ach, zählen denn meine ausgelegten Drachen da mit? Nein.
aber schöne Idee. Genau, richtig, nur die auf der Hand zählen dabei mit. Ja, ansonsten, was man hier noch an Spielmaterial sieht, sind einmal halt dann diese schönen Perlen. Ne, sobald ich hier irgendwann mal 3 Amulettteile zusammen hätte und die dann zusammenlege, dann passt da eine wunderschöne Perle rein. Dann darf ich mir tatsächlich auch noch eine Perle nehmen. Solange noch vorhanden sind, nehme ich eine rote Perle, weil die sind mehr Punkte wert. Da haben wir, glaube ich, die Werte 7, 8 und 9 oder so. 8 und 9, glaube ich. Oder nur 8 und 9. Ne, wohingegen die blauen Perlen halt dann weniger Siegpunkte sind. Genau. Bei den Eiern ist es so, die geben erstmal konstant 4 Siegpunkte, außer ich habe die meisten am Ende des Spiels. Dann kriege ich für ein goldenes Ei 16 Punkte. Das Spiel endet nach einer bestimmten Anzahl von Amuletten, die insgesamt ausliegen. Das variiert je nachdem, wie viele Mitspieler dabei sind. Genau, ich glaube, bei 2 sind es irgendwie 7 Amulette, bei 3 8 und bei 4 9 irgendwie oder so. Ja. Genau, richtig. Das war eigentlich schon Drachenhüter. Für mehr Varianz gibt es hier diese, wie nannte man das? Schatztruhen oder so? Genau. Kannst du die Rückseite zeigen, da sind die schönen Schatztruhen. Die haben dann nochmal für das ganze Spiel so einen besonderen Effekt irgendwie. Genau, und man will auch immer nur mit einer einzigen Schatztruhe dann spielen. Ne? Wird am Anfang gemischt, man legt zufällig ein Plättchen aus. Also hier zum Beispiel dürfte man das, was ich gerade gesagt habe, das Fiese, wenn man, dass man nur die Äußeren nehmen darf oder Äußeren bedienen darf, da dürfte man dann alle auch bedienen. Ja? Kostet aber, um das halt zu nutzen, dann eben auch einen Kristall. Genau, immer einen Kristall, wenn man das dann nutzt. Ja. Finde ich auch nochmal nett, um das nochmal ein bisschen variabel zu machen. Genau, ne? Weil, haben wir glaube ich auch noch gar nicht gesagt, jeder Kristall ist bei der Endwertung, wenn man ihn nicht ausgegeben hat, auch nochmal einen Siegpunkt wert. Oh ja, genau. Also so schön das zwischendurch sein kann, ne? So, ich möchte nochmal eine vierte Karte haben, gebe dafür gerne einen Kristall aus. Vielleicht möchte man die auch ein bisschen sparen für noch mehr Siegpunkte. Ja, genau. Jo. Leitet es euch aus, es ist wirklich ein ganz tolles Kartenspiel.